Schülerinnen und Schüler, schön, dass ihr reingeklickt habt. Ich bin Frau Schneider, die Musiklehrerin von der Kennedy-Schule. Jeder von euch kennt Musikunterricht von seiner bisherigen Schule. Und sicher habt ihr ganz unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht. Und so bringt ihr auch ganz unterschiedliche Vorstellungen davon mit, was man im Musikunterricht macht und was von einem verlangt wird. Ich möchte euch deshalb in diesem Clip ganz konkret vorstellen, wie der Musikunterricht in der John F. Kennedy-Schule abläuft und was euch hier erwartet. Jetzt habt ihr schon einen Eindruck von unserem Unterrichtsraum bekommen. Sieht, abgesehen von unserem Flügel hier, aus wie ein ganz normales Klassenzimmer. Aber beim Blick in unsere Schränke sieht man, dass wir eine ganz gute Ausstattung mit Instrumenten haben. In unserer wöchentlichen Doppelstunde machen wir nämlich vor allem praktisch Musik. Und egal, ob ihr tolle Klavierspieler seid oder ob ihr noch nie im Leben mit einem Tasteninstrument in Berührung gekommen seid, hier kann jeder nach seinen Fähigkeiten mitspielen oder sich kreativ ausprobieren. Was wir sonst noch machen? Wir hören Musik unterschiedlichster Stilrichtungen und Zeiten, untersuchen, wie sie gemacht ist und diskutieren ihre Wirkungen. Wir gehen auf eure Musik ein. Ihr könnt jederzeit eure Themen oder Songwünsche einbringen und wir machen im Unterricht was draus. Je nach Interessenlage des Kurses planen wir nach Corona auch wieder Konzertproben, Musical- oder Opernbesuche. Der Musikunterricht findet in Kooperation mit unseren Nachbarschulen statt. Im Kurs trefft ihr also auch Leute von der John F. Kennedy, von der Käthe Kollwitz und von der Friedrich-Ebert-Schule. Natürlich müssen auch wir Klausuren schreiben, aber sicher interessant ist für euch, dass die mündliche und praktische Note mehr zählt als die schriftliche. Musik ist ein Wahlfach, das ihr unabhängig von eurer anderen Fächerkombination wählen könnt. Also auch dann, wenn ihr schon ein anderes Wahlfach belegt habt. Und wenn ihr ab der Eingangsklasse dabei seid, dann könnt ihr sogar mündliche Abiturprüfungen in Musik machen. Ich hoffe, dass ihr jetzt einen guten Überblick bekommen habt. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt an gschneider@jfk-schule.de. Ich freue mich drauf, euch vielleicht im nächsten Musikkurs zu sehen.